Leider ist ein Ende des Winters noch nicht so richtig zu sehen und daher zeige ich euch noch schnell meine Anleitung für eine Christrose. Ich finde Christrosen einfach wunderschön und bin total fasziniert davon, dass die Blumen tatsächlich im kalten Winter blühen. Die Zuckerblume wirkt alleine als wie echt aussehende Pflanze sehr schön. Farblich kann sie in weiß, in einem dunklen Rotbraun oder auch in hellem Grün gehalten werden. Einzelne Blüten passen aber auch sehr gut zu winterlichen Gestecken. Hier habe ich eine weiße Christrose mit einer Gardenie, Amaryllis, roten Beeren und etwas Blattgrün kombiniert. Ich finde, so ein Gesteck ist zwar winterlich, aber nicht unbedingt weihnachtlich. Alle Materialien und Werkzeuge habe ich euch wie immer auf meinem Blog Ofenkieker genau aufgeführt und auch verlinkt. Dort findet ihr auch viele weitere Zuckerblumen-Tutorials. Christrosen haben eine recht ausgeprägt streifige Struktur. Um diese zu erzeugen, verwende ich den Wähner von der Mult-Manufaktur. Ihr wisst ja, dass ich gerne mit denen zusammenarbeite und auch dieses Video ist in Zusammenarbeit mit der Mult-Manufaktur entstanden. Passend zu den Wähnern habe ich Ausstecher in drei Größen bereitgelegt, wobei ich für die offenen Blüten nur die beiden größeren verwende. Sinnvoll ist außerdem ein kleiner Blümchenausstecher, aber den habe ich leider vergessen hier zuzulegen. Für die Blütenmitte brauche ich künstliche Staubgefäße in Gelb oder Weiß. Am besten verwendet ihr recht kleine, unregelmäßig geformte, da diese am natürlichsten aussehen. Dazu habe ich pro Blüte einen etwa 10 cm langen 20G-Draht und 5 ca. 5 cm lange 26G-Drähte sowie Floristenkrepp in Weiß bereitgelegt. Für die Blätter verwende ich ebenfalls den Wähner der Mult-Manufaktur. Nach passenden Ausstechern habe ich lange gesucht. Von Kitbox gibt es schöne Ausstecher mit den typischen Zacken im oberen Drittel. Leider sind diese nur in zwei Größen erhältlich, für die Blätter direkt an der Blüte werden aber auch sehr viel kleinere Blätter benötigt. Dafür habe ich nach langem Suchen die Ausstecher für Virginia Creeper verwendet. Diese ähneln den Blättern der Christrose sehr, es gibt sie aber von Kitbox in diversen Größen von ganz klein bis ganz groß. Für die Blätter habe ich ca. 7 cm lange 24G-Drähte und grünes Floristenkrepp bereitgelegt. Ich brauche außerdem ein Sailboard mit diesen Rillen, ein Schaumstoffpad, ein Balltool, ein Veningtool und eine kleine Schere. Zuckerkleber, etwas Speisestärke, etwas Noppenschaum und eine Zange habe ich ebenfalls bereitgelegt. Ich beginne damit, das Zentrum der Christrose zu basteln. Dafür umwickle ich ein kleines Bündel Staubgefäße in der Mitte mit weißem Floristenkrepp. Das Krepp muss gedehnt werden, damit der Kleber darin freigesetzt wird. Oben und unten sollten jeweils gut 1 cm frei bleiben. Dann schneide ich die Staubgefäße am umwickelten Teil ab. So entstehen zwei kleine Sträuße, die für zwei Christrosen ausreichen. Ich biege nun in den langen 20G-Draht oben einen Haken. Dann schiebe ich den Draht in die Staubgefäße. Den Haken befeuchte ich mit etwas Zuckerkleber. Anschließend stecke ich ihn in ein etwa erbsgroßes Stück hellgrüne Blütenpaste. Ich biege die Staubgefäße etwas nach außen und schiebe dann den Draht mit der Blütenpaste nach unten durch. Mit den Fingern spreize ich einerseits die Staubgefäße und ordne sie kreisförmig an, andererseits presse ich die Blütenpaste fest in und um die Staubgefäße. Das Ziel ist es, diese fest mit der Blütenpaste zu verbacken, damit sie sich nicht mehr lösen können. Mit dem Veining-Tool schiebe ich die Blütenpaste etwas in die Mitte, damit das Zentrum kleiner wird. Als nächstes forme ich eine kleine Menge Blütenpaste zu einem kleinen Tropfen. Mit der Schere schneide ich diese mittig ein. Dann teile ich die beiden Hälften so oft es geht. Mit den Fingerspitzen forme ich die Enden etwas nach und biege sie leicht nach außen. Die entstehende Form sollte unten bauchig sein, dann schmal zusammenlaufen und schließlich sich wieder leicht nach außen biegen. Den Tropfen klebe ich in das Zentrum. Mit dem Veining-Tool arbeite ich die Übergänge nach. Als nächstes steche ich aus dünn ausgerollter hellgrüner Blütenpaste zwei Blümchen aus. Dafür könnt ihr irgendeinen passenden Ausstecher nehmen, auf die Form kommt es so genau nicht an. Mit dem spitzen Ende des Veining-Tools drücke ich einmal in jedes Blütenblatt und ziehe dabei das Tool leicht zur Mitte. So wölbt es sich etwas und bekommt mehr Struktur. Ich habe nun die einzelnen Blättchen mit einem Messer voneinander getrennt. Die Blättchen klebe ich dann rings um die Mitte, direkt unter die Staubgefäße. Sie bilden einen hellgrünen Kranz, der von oben so gerade durch die Staubgefäße durchschimmert. Die Mitte lasse ich nun über Nacht vollständig trocknen. Für die Blütenblätter forme ich weiße Blütenpaste zu einem etwa fingerdicken Strang. Diesen lege ich auf die Rillen des Sailboards. Mit dem Ausrollstab rolle ich nun kräftig darüber. Wichtig ist, dass das Sailboard nicht mit Speisestärke bepudert wird, damit die Blütenpaste daran haften kann. Irgendwann sieht man die Rillen leicht durchschimmern.
Dann muss man noch ein paar Mal kräftig darüber rollen, dann ist die Blütenpaste dünn genug ausgerollt. Ich löse die Paste vorsichtig und lege sie mit den Stegen nach oben auf meine Arbeitsfläche. Nun steche ich die Blütenblätter aus. Der Steg sollte dabei mittig liegen und nicht ganz bis zur Mitte des Blütenblatts reichen. Ich positioniere den Ausstecher also entsprechend, drücke ihn in die Paste und reibe ein wenig auf der Arbeitsfläche. Dann hebe ich den Ausstecher hoch und säubere mit den Fingern die Kanten. Anschließend löse ich das Blütenblatt und lege es mit Folie abgedeckt beiseite. So steche ich pro Blüte 5 Blütenblätter aus. Mit dem Bohrtool dünne ich die Kanten aus. Dafür lege ich die Blütenblätter auf das Schaumstoffpad und fahre mit dem Tool die Konturen nach. Der Ball soll dabei halb auf der Blütenpaste, halb auf dem Schaumstoff liegen. Sollte das Bohrtool an der Blütenpaste kleben, kann man die Blütenblätter und gegebenenfalls auch den Schaumstoff dünn mit etwas Speisestärke abpudern. Ich tauche den dünnen weißen Draht mit einem Ende in Zuckerkleber. Den Überschuss streife ich ab. Anschließend schiebe ich den Draht mit einer Drehbewegung in den Steg. Dafür halte ich das Blütenblatt zwischen Daumen und Zeigefinger oder Mittelfinger, damit ich den Draht spüren kann. Zum Schluss schmiege ich die Blütenpaste unten etwas an den Draht. Nun lege ich das Blütenblatt mit dem Steg nach unten in den Wähner. Die andere Hälfte des Wähners lege ich darauf und drücke alles kräftig zusammen. Anschließend löse ich das Blütenblatt vorsichtig. Sollte es kleben, kann man den Wähner dünn mit etwas Speisestärke abpudern. Meist ist das aber nur einmal zu Beginn und vielleicht noch irgendwann mal zwischendurch nötig. Die Blütenblätter lege ich zum Trocknen auf den Noppenschaum. Sie sind eigentlich recht flach und nur minimal mittig gewölbt. Für die Knospe forme ich eine gut haselnussgroße Menge weißer Blütenpaste zu einem Tropfen. Dann biege ich in einen 20G-Draht einen Haken. Den Draht befeuchte ich mit Zuckerkleber und schiebe ihn in den Tropfen. Mit den Fingern modelliere ich die Blütenpaste um den Draht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut funktioniert, die überschüssige Blütenpaste durch Drehen zu entfernen. Im Endergebnis sollte eine Spindelform entstehen. Dann präge ich in die Knospe die Struktur ein. Dazu drücke ich den Wähner ringsrum sanft in die Paste. Mit dem Vanning-Tool ziehe ich nun drei Linien, die die Knospe unterteilen. So deute ich die Blütenblätter an. Wer mag, kann die Spitze auch ein wenig einschneiden. Dann sieht es so aus, als ob sich die Knospe gerade ein bisschen öffnen würde. Für eine etwas weiter geöffnete Knospe steche ich mit den kleinsten Ausstechern 4 Blütenblätter aus. Auch diese präge ich mit dem Wähner. Das erste Blättchen wickle ich um die Knospe. Dazu habe ich wieder, wie schon bei der geschlossenen Knospe, eine Spindelform an Draht modelliert. Die Spindel sollte nur wenig größer sein als die Blütenblätter, meine war leider ein wenig zu groß, sodass der Abschluss unten etwas unordentlich wurde. Die nächsten beiden Blütenblätter wickle ich verschachtelt ebenso darum. Das Vorgehen ist eigentlich ähnlich wie bei einer Rose, nur dass die Blütenblätter keine strenge Spirale bilden müssen. Christrosenknospen sehen eigentlich recht unordentlich aus, was das Nachbasteln recht einfach macht. Das letzte Blütenblatt klebe ich dann auf die Naht und biege es elegant nach außen. Christrosen können ganz unterschiedlich gefärbt sein. Hier habe ich mich für eine weiße Variante mit hellgrünen und rotbraunen Akzenten entschieden. Ich beginne damit, an der Basis der Blütenblätter ein hellgrünes Dreieck zu malen. Dafür benutze ich hellgrüne Puderfarbe und einen kleinen, abgeschrägten Make-up-Pinsel. Wenn an dem Pinsel kaum noch Farbe hängt, füge ich auf der Vorderseite und auch auf der Rückseite ein paar dezente Streifen hinzu. Anschließend betone ich die Spitze an der Vorderseite mit dunklem Rot. Dafür benutze ich einen flachen Pinsel. Wichtig ist, dass man nur ganz wenig Farbe am Pinsel hat. Auf der Rückseite ergänze ich einige rote Streifen. Das kann man sehr dezent machen oder recht deutlich, je nachdem, welcher Effekt gewünscht ist. Mit einem sauberen Pinsel verwische ich die Übergänge. Die kleinen Blättchen an der Blütenmitte pudere ich vorsichtig mit hellgrün ab. Dabei brechen sie leicht mal ab, also seid vorsichtig. Auch das Zentrum betupfe ich mit hellem Grün. Dann bepudere ich die Blütenpollen mit hellem Gelb. Wenn ihr gleich gelbe Staubgefäße genommen habt, entfällt dieser Schritt natürlich. Bei den Knospen pudere ich die Basis mit hellgrün ab. Die Spitzen betone ich mit ganz wenig Rot. Typisch für die Knospen sind zwei kleine hellgrüne Blätter an der Basis. Dafür habe ich mit dem kleinen Virginia Creeper Ausstecher jeweils zwei kleine grüne Blättchen ausgestochen. Die Blättchen präge ich nun mit dem Blattwähner. Anschließend bepudere ich sie noch mit hellgrüner Farbe. Die Basis betone ich mit Rot. Die Blättchen klebe ich dann leicht untereinander versetzt gegenüber unter die Knospe. Die Spitzen biege ich elegant etwas nach unten. Für die grünen Blätter habe ich grüne Blütenpaste über meinem Sailboard ausgerollt. Nun steche ich mit den Christrosenblattausstechern die Blätter aus.
Die richtigen Rosenblattausstecher gefallen mir noch etwas besser als die großen Virginia Creeper Blätter, da sie unten nicht so spitz zulaufen. Ihr könnt natürlich verwenden, welche ihr habt. Der Steg sollte etwas über die Hälfte des Blatts ragen und natürlich in der Mitte sein. Ich drücke den Ausstecher wieder in die Paste und kreise leicht auf der Unterlage. Dann ziehe ich die überschüssige Blütenpaste nach oben weg. So bleiben die Zacken am Blatt am besten enthalten. Für eine Blattgruppe werden jeweils 5 große Blätter benötigt. Pro Blüte werden außerdem 2 kleinere Blätter gebraucht. Mit dem Bohrtool dünne ich nun die Kanten aus. Dazu fahre ich zunächst mit dem großen Bohrtool an den glatten Kanten entlang. Dann benutze ich das kleine Bohrtool und arbeite jede Zacke aus. Damit die Zacke erhalten bleibt, ist es am sinnvollsten von unten nach oben, also entlang der Zacke, zu arbeiten. Die Blätter versehe ich mit einem Draht, genauso wie ich das auch schon bei den Blütenblättern gemacht habe. Anschließend präge ich die Struktur in die Blätter. Dafür lege ich das Blatt mit dem Steg nach unten in den Wähler, sodass der Steg genau in die Vertiefung der Blattader zu liegen kommt. Den anderen Wähler lege ich passend darüber und drücke dann alles zusammen. Anschließend löse ich das Blatt vorsichtig. Die Christrose hat eine recht deutliche Hauptblattader. An dieser Stelle reißt die Blütenpaste gerne mal ein. Um das zu verhindern, ist es sehr wichtig, das Blatt genau im Wähler zu positionieren. Außerdem darf der Draht nicht mit zu viel Kleber in das Blatt gesteckt werden, da die Blütenpaste sonst genau an der entscheidenden Stelle weich und klebrig wird. Schließlich muss das Blatt vorsichtig gelöst werden, ohne zu sehr am Draht zu ziehen. Für Anfänger ist es außerdem hilfreich, die Blütenpaste nicht zu dünn auszurollen. Mit etwas Übung gelingt es aber auch bei schön dünnen Blättern. Zum Schluss falte ich das Blatt noch leicht in der Mitte und forme die Spitze etwas nach. Dann lege ich es auf den Noppenschaum und lasse es über Nacht trocknen. Sind die Blätter trocken, bepudere ich sie großzügig mit dunkelgrüner Puderfarbe. Mit heller Puderfarbe betone ich die Basis etwas. Zum Fixieren der Farbe und für etwas Glanz tauche ich die Blätter in einen 50-50-Mix aus Shellac und Alkohol. Durch das Drehen der Blätter entferne ich den Überschuss. Normalerweise ergibt das einen natürlichen, leichten Glanz. Ich muss aber irgendwie die beiden Flüssigkeiten nicht richtig vermischt haben. Einige meiner Blätter glänzten viel zu sehr und andere waren zu matt. Das ist mir noch nie passiert und hat mich wirklich sehr geärgert. Auch die Knospen tauche ich komplett in den Lack. Typisch für Knospen ist, dass diese etwas mehr glänzen als die Blütenblätter. Die Blätter und die Knospen müssen dann so 10 bis 15 Minuten trocknen. Die Blüte selbst bedampfe ich mit Wasserdampf. Das ergibt einen sehr dezenten Schimmer, der bestens zu Christrosen passt. Auch bei den Blättern könnt ihr so vorgehen, wenn ihr keinen Shellac habt. Die bedampften Blüten müssen dann einige Stunden, besser über Nacht, trocknen. Um die Blüten zu binden, biege ich den Draht der Blütenblätter im 90-Grad-Winkel um. Dann setze ich sie möglichst direkt unter die kleinen grünen Blättchen des Zentrums. Mit halbiertem Floristenkrepp umwickle ich die Drähte. Normalerweise drehe ich die Blüte und spanne dabei das Krepp. Hier finde ich es einfacher, die Blüte stabil zu halten und das Krepp drumherum zu wickeln. So kann das Krepp wirklich direkt unter die Blütenblätter kommen, was wirklich wichtig ist für ein natürliches Aussehen. So füge ich nach und nach 5 Blütenblätter hinzu. Sie sollten sich ein wenig spiralig überlappen. Zum Schluss spanne ich das Krepp und drehe die Blüte. So umwickle ich die Drähte fest bis ganz nach unten. Jedes Blatt umwickle ich zunächst mit halbiertem Floristenkrepp. Dann fasse ich 5 Blätter zu einer Gruppe zusammen. Typisch ist, dass die Blätter fast wie die Finger einer Hand stehen. Das funktioniert am besten, wenn man den Draht der Blätter leicht umbiegt und sie dann nach und nach zusammenbindet. Dabei halte ich das Floristenkrepp gerade, damit alle Blätter auf der gleichen Höhe gebunden werden. 2 kleine Blätter binde ich ein paar Zentimeter unter die Blüte. Typisch ist, dass die Blüte nach unten zeigt. Die kleinen Blätter befinden sich dann ungefähr da, wo sich der Stiel zu krümmen beginnt. Zu der Blüte binde ich eine Blattgruppe. Mehrere Blattgruppen, Blüten und Knospen können zu einer Pflanze zusammengefasst werden. Alternativ können die einzelnen Elemente natürlich auch sehr schön in Gestecken verwendet werden. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps mitgeben und ihr habt vielleicht mal Lust, diese nicht ganz alltägliche Zuckerblume zu basteln. Mir gefallen Christrosen für weihnachtliche und winterliche Gestecke sehr gut, da sie in dem Weiß mit hellen Gelb und Grün schon fast schon ein bisschen fröhlich-frühlingshaft wirken. Das einzig Komplizierte an der Blume ist das Zentrum. Es rutscht einem gerne mal aus den Fingern und die Blütenblätter wirklich schön daran zu befestigen, ist auch nicht ganz einfach. Insofern würde ich Christrosen nicht absoluten Anfängern empfehlen. Mit etwas Übung ist die Blume dann aber zügig gemacht und dabei wirklich effektvoll.